Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, euer Chriso wieder hier. Ja, heute gibt es endlich mal wieder ein Video. Ich weiß, jetzt habe ich in letzter Zeit ein bisschen ausgelassen, aber mir ging es echt ziemlich dreckig. Und ja, habe auch Livestream natürlich nicht gemacht, wie ihr mitbekommen habt am Donnerstag, aber morgen wird es ihn wieder geben. Und ja, ich habe jetzt etwas vorbereitet, auch in der Zwischenzeit. Es hat ein bisschen länger gedauert wegen der Freischaltung, das hat nicht so, ja, nicht so gut funktioniert, sage ich jetzt mal, also nicht sofort. Ich musste mich da ja, mit dem in Rücksprache halten, der das Programm erstellt hat bzw. geschrieben hat. Eben, da gibt es jetzt eine neue Seite für eure Glyphen. Das wird euch ganz, ganz viel weiterhelfen. Und zwar haben wir im Moment das Problem, sage ich mal, wenn ihr reingeht zu euren Monstern, ihr habt jetzt extrem viele Glyphen und es wird halt dann mit der Zeit wirklich unübersichtlich. Also ihr seht jetzt, ich habe 538 Glyphen im Inventar und 125 Glyphen ausgerüstet. Das heißt insgesamt 650 Glyphen ungefähr und ja, da ist das Ganze schon etwas unübersichtlich. Was für Glyphen gebe ich welchem Monster? Habe ich vielleicht zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Glyphe anschaue, habe ich da vielleicht eine, die besser ist als diese Glyphe? Und dieses Programm hilft euch jetzt, dass ihr das machen könnt. Das heißt, fürs nächste Glyphen-Event seid ihr dann richtig gut vorbereitet und ich werde euch das Ganze jetzt mal zeigen. Ich blende euch einfach mal die Seite ein und dann erkläre ich euch, wie das Ganze genau funktioniert. Das ist auf jeden Fall eine super Variante und es funktioniert auch ganz einfach. Also es ist jetzt keine große Hexerei, das Ganze in den Griff zu bekommen. Also ich blende euch das jetzt hier mal ein. So, jetzt seht ihr hier das Bild. Jetzt muss ich nur hier mal zumachen. So. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Also ihr seht jetzt hier, bin ich auf dem Homescreen. Da sehe ich dann mal meine Runen. Also ich habe 663 Runen im Moment, beziehungsweise eben Glyphen. Die habe ich in meinem Inventar, beziehungsweise eben auf den Monstern. Da seht ihr hier schon gleich das Monster. Das heißt, da weiß ich gleich, okay, das ist auf dem und dem Monster drauf. Da könnt ihr dann einfach durchschauen, okay, wo habe ich was drauf. Das ist jetzt noch, ja, nicht so toll, sage ich jetzt mal, also das ist nicht das, um was es geht, sondern da oben können wir dann klicken auf Your Monsters, das heißt unsere Monster, und da könnt ihr dann durchschauen, auf welchen Monstern habt ihr allgemein Glyphen drauf und was für Glyphen, und dann könnt ihr, je nachdem, wo ihr jetzt irgendwie einen Bedarf habt an Verbesserung oder sonst irgendwas, könnt ihr dann einfach hergehen und zum Beispiel hier, ich nehme jetzt einfach mal den U-Sticker, könnt ihr hier auf Optimize klicken. Dann kommt hier das ganze Bild. Da seht ihr dann die Glyphen einzeln, die drauf sind. Da seht ihr dann zum Beispiel auch die maximalen Stats, die hier möglich sind, auf dem Main-Set, das heißt auf dem Hauptwert, den ihr habt auf der Glyphe, seht ihr dann einfach, was ihr da erreichen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eben Crit-Schaden habe ich im Moment 42% und geht auf 51% hoch. Und was jetzt das Tolle an der ganzen Sache ist, ihr seht das schon hier auf der rechten Seite, habt ihr hier den Glyphenfilter oder Runenfilter, wie ihr hier heißt. Und hier könnt ihr ganz genau und gezielt nach Glyphen suchen, ob ihr da eben zum Beispiel bessere habt. Das heißt, ich kann das jetzt einfach mal machen, zum Beispiel mit den ersten zwei, das heißt den Hexagonalglyphen. Das kann ich hier einfach eingeben. Das heißt, ich wähle hier aus Hexagonal. Dann, für mich ist es grundsätzlich egal, was für eine Wertigkeit die Glyphen haben. Und gehe dann einfach her und sage, okay, Mainstat soll sein Tempo. Da könnt ihr auch dann den Wert eingeben. Ist jetzt für mich in dem Sinn egal eigentlich im Großen und Ganzen. Und gebt dann hier ein, zum Beispiel, keine Ahnung, 5. Das heißt, dass nochmal 5 Substat-Tempo drauf ist. Und dann gehe ich her und drücke mal einfach auf Filter. Und dann sehen wir hier unten die ganzen Glyphen, auf denen eben Mainstat 7, also Mainstat eben Tempo ist und der Substat mehr als 5 Tempo oder 5 Tempo bzw. mehr. Dann seht ihr hier schon, das ist hier dann ein, ja, gekennzeichnet, sage ich jetzt mal. Und da seht ihr dann schon 14, 9, 9, 8, 8, 8 und so weiter. Ist dann auch eben sortiert nach der Wertigkeit. Das heißt, wenn ihr dann weiter runter geht, hier sind dann die mit 5 und dann geht es halt weiter nach oben. Das heißt, von oben nach unten dann geschlichtet das Ganze für euch. Und das ist halt echt eine super Sache, weil da könnt ihr dann eben schauen, wenn ihr jetzt, so wie ich zum Beispiel bei dem U-Sticker, so viel Tempo wie möglich rausholen wollt, könnt ihr euch dann natürlich eure Glyphen nacheinander alle ansehen. Das heißt, ihr könnt jetzt hergehen und mal schauen, okay, ich sage jetzt hier, ich brauche hier zum Beispiel eine Glyphe, die mehr als 9 Tempo hat. Das heißt, ich gehe dann her, gebe da unten 10 einfach ein, gehe dann auf Filter
Und dann sehe ich hier schon, okay, ich habe hier keine Glyphe, die mehr als 10 Tempo hat, außer die eine, die er aber sowieso schon drauf hat. Das seht ihr auch immer da unten gleich, also da seht ihr auch, auf welchem Monster die aktuell drauf ist oder ob sie auf keinem Monster drauf ist. Und so könnt ihr das ganz schön machen. Dann könnt ihr hier eben wieder auf Reset-Filter klicken, haben wir das alles zurückgesetzt und ihr könnt wieder von vorne starten. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel sagen jetzt, ich will hier eben eine mittlere Glyphe aussuchen und sagt dann zum Beispiel, okay, hier in dem Fall ist mir der Main Stat jetzt egal, aber ich will so viel wie möglich Tempo drauf haben. Das heißt, ich suche jetzt hier zum Beispiel eine Glyphe, die mehr als 10 Tempo hat. Das heißt, ich gebe einfach mal 11 ein und klicke dann auf Filtern und dann sehe ich unten, okay, ich habe hier jetzt zwei Glyphen, die hätten 11 Tempo, die ich noch nicht auf ihm drauf habe. Das heißt, hier habe ich die eine Glyphe, die ich hier habe mit Level 13, die ist auf ihm drauf, das sehen wir hier. Und dann hätte ich noch zwei andere, die könnte ich jetzt zum Beispiel tauschen gegen die eine und würde ein Tempo dabei herausbekommen. Und ja, so könnt ihr einfach für jedes Monster schauen, ja, wo ihr das meiste rausholen könnt. Und was auch ganz schön ist, ist eben, dass euch immer die maximalen Werte angezeigt werden. Das heißt, ihr seht auch immer hier, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Monster habt, ich gehe nochmal zurück, gehe mal dorthin und schaue mal nach, zum Beispiel, was wir hier für ein Monster haben, das noch nicht wirklich aufgewertete Glyphen hat. Zum Beispiel nehme ich jetzt einfach mal den Schakal, dem fehlt zwar jetzt eine Glyphe raus, aber da gehe ich jetzt zum Beispiel mal rein und da seht ihr jetzt dann, okay, er hat im Moment diese Werte, wie ihr hier seht, und rechts daneben stehen dann die Werte, wie sie wären, wenn ihr alle Glyphen auf 16 aufwertet. Das heißt, ihr seht das hier auch immer einzeln schön. Also ihr seht hier Attack 438 und 630 wäre es dann, wenn die Glyphe auf 16 ist. Das heißt natürlich, die Substats sind hier nicht beachtet, weil ihr bekommt ja dann noch auf 13 und auf 16 nochmal jeweils einen Substat dazu. Das ist natürlich nicht beachtet, das kann man nicht reinrechnen, das ist klar, weil es ja Zufall ist, auf welchen Substat das rollt. Aber ja, im Großen und Ganzen eine wirklich super Angelegenheit, weil so könnt ihr euch natürlich auch Monster ansehen, wo ihr Glyphen drauf habt, die zum Beispiel auf 10 nur aufgewertet sind und könnt dann eben nachsehen. Lohnt sich das theoretisch bei diesem Monster, die Glyphen dann auf 16 zu machen und komme ich damit dann auf die Werte, die ich mir vorstelle oder die ich vielleicht brauche für bestimmte Sachen. Jetzt gerade bei Tempo ist es natürlich interessant. Da könnt ihr dann natürlich auch immer nachschauen, also vom Main Set an Tempo. Ihr seht das hier, da würden wir noch ein bisschen was dazu bekommen, also 3 Tempo, wenn wir die jetzt aufwerten auf 16. Und so kann man das alles schön ausrechnen, beziehungsweise wenn ihr eben eine Glyphe sucht, eine bestimmte, dann könnt ihr euch die hier heraussuchen und dann wisst ihr auch gleich, welche Glyphe das ist. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht wisst, zum Beispiel habt ihr eine Tempoglyphe von, weiß ich nicht, was für einem, von was für einem Ding, also ob das jetzt eine Vitalität ist oder ob das Stärke ist oder sonst irgendwas, dann geht ihr einfach her, wählt das aus. Ich mache jetzt nochmal Reset-Filter natürlich, weil sonst muss ich alles wieder einzeln anklicken. Das heißt, ihr geht jetzt her, wählt hier aus, sagt eben dann Main Stat Tempo und geht einfach her auf Filtern und dann werdet ihr sofort hier unten sehen, okay, diese ganzen Glyphen habt ihr mit dem Main Stat Tempo und dann könnt ihr einfach durchschauen, okay, jetzt sehe ich hier, okay, die Glyphen, die sind alle schon verwendet, also das heißt, da kommen erstmal die, die in Verwendung sind und dann sehen wir hier weiter unten sind dann die anderen Glyphen, die eben noch nicht in Verwendung sind. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel, habe ich mal eine mit Eile, dann habe ich hier eine mit Defense drauf, dann hier ist eine Fokus. Also da kann man schön raussuchen, ja, wo habe ich welche Glyphen. Das heißt, wenn wir dann ins Spiel zurückgehen, dann können wir dort einfach dann raussuchen, okay, ich sage jetzt dann, ja, die Eile-Glyphe, die gefällt mir ganz gut, dann schaue ich einfach eben da bei Eile dann rein, nehme die Glyphe raus und gebe sie auf ein Monster drauf und fertig. Also das ist ziemlich simpel gehalten, das Ganze. Wie ihr jetzt zu dem Ganzen kommt, ist folgendes. Das heißt, ihr braucht einfach nur auf den Link gehen. Ich werde euch das dann einfach in die Beschreibung unten reinschreiben, in die Videobeschreibung, den ganzen Link. Da geht ihr dann einfach drauf. Dann müsst ihr euch einfach einen Account erstellen, einfach E-Mail-Adresse eingeben, fertig. Dann bekommt ihr einen Aktivierungslink zugeschickt, dann aktiviert ihr das Ganze und dann geht ihr hier rein. Das sieht dann bei euch genauso aus wie bei mir hier. Und dann geht ihr hierher auf Import Your Data. Das ist ganz einfach. Rechts oben hier könnt ihr auf Englisch stellen. Also es gibt nur Französisch und Englisch. Aber es ist ja, glaube ich, kein Problem für die meisten. Und dann kommt ihr zu dieser Seite hier. Hier ist auch schön erklärt, Export User Data, das ist dann im Spiel. Das zeige ich euch jetzt dann gleich. Wenn ihr diese Datei dann habt, die ladet ihr einfach herunter.
Das heißt, da klickt ihr einfach drauf, das wird dann automatisch downgeloadet. Dann habt ihr so eine Datei und diese Datei fügt ihr dann einfach hier ein. Das heißt, ihr drückt dann hier auf Datei auswählen einfach, fügt diese Datei hier ein und dann drückt ihr hier einfach auf Import Your Data. Das ist ganz einfach. So, ich werde jetzt einfach nochmal zurückgehen und zwar direkt ins Spiel hinein. So, schalte dazu das mal wieder weg. So, hier bin ich wieder, so nebenbei. Und folgendermaßen funktioniert das Ganze. Das heißt, ihr braucht einfach nur hier rechts oben auf das Zahnrad klicken, das heißt auf die Einstellungen und da geht ihr dann einfach auf Verbinden. Dann scrollt ihr hier etwas herunter und da ist Hilfe Links, seht ihr schon. Und hier habt ihr die Nutzerdaten exportieren. Und wenn ihr dann hier rauf klickt, dann lädt ihr euch diese Datei herunter. Und ja, wie gesagt, die Datei fügt ihr dann ganz einfach dort ein. Und damit ist das Ganze auch schon erledigt. Das heißt, es ist keine große Hexerei und es bringt euch halt wirklich extrem viel, wenn ihr eben gerade viele Glyphen habt oder wenn ihr jetzt nicht wisst, ja, ich suche eben zum Beispiel eine Glyphe mit, ja, keine Ahnung, Angriff Prozente, aber ich weiß jetzt nicht, wo zum Beispiel habe ich da die beste davon. Das heißt, ihr erspart euch jetzt dann in Zukunft Folgendes, und zwar, dass ihr jetzt hier herumsucht zwischen den ganzen Sets, die ihr habt. Das heißt, ob das jetzt Zerstörung ist, Lebensentzug oder sonst irgendwas, ihr spart euch einfach die Sucherei. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht wisst zum Beispiel, ich brauche jetzt hier, sage ich, eine Tempoglyphe. Sagen wir einfach zum Beispiel eine Tempoglyphe und es ist euch egal, ob das jetzt zum Beispiel eben Stärke ist oder ob das Vitalität ist oder sonst irgendwas, dann erspart ihr euch das, dass ihr jetzt hier reingeht und dann hier einzeln durchklickt, da habe ich hier jetzt eine Tempoglyphe oder nicht, ja, das heißt, ihr müsst dann nicht alles einzeln durchklicken, ob ihr da die entsprechende Glyphe habt, sondern ihr könnt es einfach umgehen, indem ihr das Programm verwendet, Optimizator 3000 oder Optimizator 3000, verdammt, Deutsch und Englisch irgendwie vermischt, also ich bleibe dabei, Optimizator 3000 einfach. Und ja, ist eine wirklich eine super Sache, ein echt cooles Programm, muss ich sagen, und großes Lob auf jeden Fall an den, der das geschrieben hat. Er ist auch auf der Seite dann verlinkt, beziehungsweise eben gibt es auch dann einen Link zu, ja, Discord, beziehungsweise eben in diese Discord-Gruppe hinein, da ist er auch dann als Moderator drinnen in der Gruppe. Ich zeige euch das auch noch ganz schnell, damit ihr sehen könnt, falls das mit dem Aktivierungslink nicht funktioniert. Das war nämlich leider bei mir der Fall, obwohl ich es auf zwei E-Mail-Adressen probiert habe. Ich habe es probiert auf einer Gmail-Adresse und auf einer Webmail-Adresse. Leider hat das nicht direkt funktioniert. Ich habe ihn aber dann einfach angeschrieben und er hat mir den Account einfach freigeschalten. Also das ist auch kein großes Problem. Und so kommt ihr dann ganz einfach eben zu dem, was ihr hier benötigt. Gut, ich zeige euch das Ganze nochmal, und zwar nochmal weg mit dem Ganzen hier, und dann gehen wir nochmal hier rein, und zwar seht ihr das hier unten, da habt ihr auch diesen Discord-Link, das heißt, hier könnt ihr dann einfach draufklicken, dann seht ihr auch hier direkt, so geht das Ganze auf. Ich bin ja schon in der Gruppe drinnen, aber ist egal, ich drücke jetzt hier trotzdem einfach auf Einladung akzeptieren. Sollte das Ganze ganz normal sich aufladen. So, ihr seht das hier. Also hier seht ihr die Gruppe. Und das ist dann der gute Mann, der das Ganze hier ja auf die Beine gestellt hat, beziehungsweise gescriptet hat. Und ja, den schreibt ihr dann einfach an. Schreibt ihm dann ganz einfach, ja, weiß nicht, funktioniert zum Beispiel nicht mit dem Aktivierungslink. Bitte natürlich in Englisch schreiben, weil er kann nur Französisch und Englisch. Dann schreibt ihr ihn einfach an und sagt, ja, das hat nicht funktioniert. Er wird euch dann den Account aktivieren und ja, dann sollte das eigentlich im Großen und Ganzen alles ohne Probleme funktionieren. Ja, ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat und dass euch das weiterhilft. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Ganzen, dann lasst mich das einfach wissen. Schreibt es mir einfach unten rein. Ich werde dann versuchen, euch ja weiterzuhelfen. Aber ich denke mal, soweit sollte alles klar sein. Also ich habe euch das jetzt so Schritt für Schritt erklärt, wie man dazu kommt. Und ja, hoffe, dass ihr viel Spaß habt auf jeden Fall mit dem Ganzen und dass es euch viel Arbeit erspart und dass ihr dann fürs nächste Glyphen-Event auf jeden Fall gewappnet seid, weil wie gesagt, da kann man sich schön alles vorbereiten. Ihr könnt ja auch, was ich euch noch nicht gezeigt habe, die ganzen Monster, das zeige ich euch auch noch ganz schnell. Und zwar gehen wir dazu nochmal zurück. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Ihr könnt ja dann hier die ganzen Monster, die ihr habt, ihr könnt auch die Glyphen hier herinnen, gleich bearbeiten. Das heißt, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Monster nehmt, das keine Glyphen hat, dann könnt ihr einfach hier reingehen. Ihr seht hier, okay, 6 leere Slots. Und dann sage ich jetzt zum Beispiel einfach mal, ich suche jetzt einfach irgendwelche Glyphen hier aus. Wir nehmen jetzt einfach mal zum Beispiel
Ja, weiß ich nicht, das ist grundsätzlich egal. Ich nehme einfach jetzt einfach nur Fokus und schaue mir das Ganze jetzt an und sage jetzt zum Beispiel einfach, okay, die Glyphe will ich darauf haben. Also ihr seht das so, da habt ihr unten dieses Symbol, da klickt ihr dann einfach drauf, so könnt ihr die Glyphe hier reingeben, dann wird das hier alles dazu gerechnet zu den Stats und ihr könnt die Glyphe auch wieder rausnehmen. Das heißt, ihr könnt euch schon komplett alles zusammenstellen, so wie ihr das braucht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt zum Beispiel die Glyphe ihm geben, dann hat er die jetzt dann herinnen. Dann kann ich zum Beispiel weitergehen und sage, ihr könnt auch natürlich Glyphen verwenden, die auf anderen Monstern drauf sind. Das ist auch gar kein Problem. Das heißt, ihr könnt auch hier zum Beispiel draufklicken, dann ist auch diese Glyphe hier drinnen. Ja. Also es macht keinen Unterschied. Und hier steht dann, wo sie original drauf ist. Das heißt, ihr verändert da nichts jetzt in eurem Spiel oder sonst irgendwas, sondern es funktioniert ganz einfach so. Ihr könnt auch zum Beispiel die ganzen Glyphen einfach dann entfernen von eurem Monster und eben die neuen Glyphen da draufpacken. Ist alles kein Problem. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel die ganzen Glyphen von ihm hier nehmen und dann mir nachher ansehen oder von verschiedenen Monstern einfach nehmen und mir dann ansehen, okay, wie schauen dann die Werte im Großen und Ganzen aus? Passt das für mich oder nicht? Und dann kann ich das ja beim Glyphen-Event dann genauso umsetzen, wie ich das dann hier vorher geplant habe, sage ich jetzt mal. Also echt eine super tolle Sache. Und ja, ihr könnt dann einfach wieder auf Reset-Filter gehen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel eben gehen, Remove Runes from the Monster. Das heißt, ihr klickt da einfach drauf und dann auf Yes und ihr seht, zack, alle Glyphen sind wieder heraus aus dem Monster. Das heißt, es ist wieder genauso, wie es vorher war. Und dann so könnt ihr das Ganze einfach bearbeiten und es bleibt dann auch so erhalten. Das heißt, ihr könnt dann nachher auch zum Beispiel übermorgen nachschauen, okay, welche Glyphen habe ich dem Monster jetzt zum Beispiel reingegeben. Und das ist echt eine super tolle Sache, muss ich sagen. Gut, das war es im Großen und Ganzen von mir. Ich hoffe, das Video war wie immer sehr hilfreich für euch und ich hoffe eben auch, dass ihr das Ganze hinbekommt und dass das bei euch funktioniert mit dem Aktivierungslink. Wenn nicht, wie gesagt, schreibt es mir einfach. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Herumtüfteln und beim Ausprobieren auf jeden Fall mit den Glyphen und hoffe dann, dass ihr gut ausgerüstet seid fürs nächste Glyphen-Event. Ja, bis dann wünsche ich euch viel Spaß auf jeden Fall beim Spiel und beim ja, Glyphen hin und her switchen und ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da. Daumen nach oben auf jeden Fall, schöne Sache. Und ja, ansonsten, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, bitte auch mal auf den Abo-Button klicken, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, das war's von mir. Viel Spaß auf alle Fälle und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.